Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ihr Lieben, ich war gestern wieder bei Medicare Beauty in Köln und ich muss euch einfach sagen, es war unglaublich gestern. Denn wir wurden gestern von der lieben Frau Grünewald behandelt und die ist ein Träumchen. Leute, sonst ist diese Frau nur in Mannheim unterwegs und in Frankfurt, glaube ich, und wirklich ganz selten in anderen Standorten. Aber die haben das für uns organisiert, dass wir die Frau Grünewald mal auch persönlich kennenlernen durften. Und es war uns eine große Ehre. Ich bin jetzt gerade wach geworden und wollte euch mal gezeigt haben, wie die Schwellung läuft. Gestern war es alles noch ein bisschen mehr angeschwollen, aber heute ist schon noch ein großes Stück Schwellung in der Oberlippe drin. Ist aber alles vollkommen normal, geht in den nächsten Tagen alles wieder weg. Die blauen Flecken, die wir erwartet haben, die kommen, aber die sind gar nicht so schlimm. Also ich merke das tatsächlich sehr, 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 sehr selten, dass ich überhaupt ein Hämatom oder sowas habe. Ich möchte gerne noch dazu sagen, dass ich gestern unheimlich gut beraten wurde und auch unheimlich professionell behandelt wurde. Das ist ein absolutes Träumchen gewesen. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hatte noch nie das Vergnügen mit der Frau Grünewald persönlich und ich habe mir das aber so sehr gewünscht und habe Medicare gefragt und die haben es möglich gemacht. Weil wir in unserer Region nur eine Ärztin haben, derzeit in Köln, und da einfach nicht die Chemie zwischen uns gestimmt hat. Sie konnte einfach nicht das realisieren, was ich aber gerne hätte. Ich hatte das Glück, dass dann die liebe Frau Grünewald an mir dieses Ergebnis machen konnte. Und ich möchte gerne sagen, dass ich sehr, sehr, sehr beeindruckt bin. Wenn ihr die Möglichkeit habt, in Mannheim oder in Frankfurt oder irgendwelchen anderen Standorten diese Frau zu buchen, dann tut das. Ihr werdet es nicht bereuen. Also ich habe sowas Professionelles noch nie erlebt. Sie hat die Spritzen sogar gezeigt. Sie hat das Material gezeigt. Sie hat immer wieder gefragt, ist alles okay, halten Sie es aus, brauchen Sie noch eine Pause, etc. Das war so herzlich, das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. So, ihr Lieben, ich möchte euch gerne mal ein Update geben, und zwar zu meiner Haarentfernung unter den Achseln mit der Lasermethode. Und dazu drehe ich die Kamera jetzt mal um und zeige euch das Ergebnis mal. Ich habe mich jetzt eine Woche nicht rasiert und bin schon das vierte Mal gelasert worden. Ich denke mir mal, ich werde das Ganze noch zweimal machen müssen und dann bin ich schon unter den Achseln haarfrei. Also plant mal so 6-7 Behandlungen ein. Wer sich für ein ausführliches Video zum Thema Haarentfernung mit der Lasermethode interessiert, der kann gerne mal in das Video reinklicken, hier oben verlinkt. Da habe ich euch nämlich schon eine Menge Eindrücke gezeigt. Erstens, wie die Behandlung gemacht wird und auch sehr viele Videos in Form von Question and Answers. Das ist sozusagen die vierte Behandlung meiner Achsel und ich würde sagen, ich zeige euch dann die fünfte Behandlung und die sechste Behandlung noch. Jetzt habe ich mir die letzten zwei Petunien noch gekauft, gestern im Edeka ergattert. Die sind wirklich sehr, sehr, sehr schön und diese Petunien pflanze ich jetzt in diesen Krug ein. Zumindest einer von denen. Ich kann einfach nicht mehr. Auf jeden Fall sind die Edeka Petunien richtig gut, die gehen richtig schön auf. Aber auch da absolute Gießarbeit. Es ist einfach so anstrengend. Also das ist the reality. Also das sind jetzt künstliche. Soll ich die schnell abziehen? Ja, zieh mal ab. Kann man das richtig gut sehen. Die sind extra jetzt getuscht. So gut. So, ihr Lieben, ich hatte eigentlich ursprünglich geplant, euch zu dem Wimpernserum ein eigenes Video zu machen. Aber wir haben einfach so viele SD-Karten voll mit unseren ganzen Videoinhalten. Ich wollte euch nur gesagt haben, dass ich sehr, sehr, sehr gut mit den Wimpernserum klarkomme. Ich werde euch die Tage mal ungeschminkt die Wimpern zeigen und die sind so lang geworden. Also bleibt da dran. Also ihr müsst das wirklich mal 12 Wochen durchgehend benutzen und ihr werdet einen gravierenden Unterschied sehen. Also ich versuche es mal zu zeigen. Die unteren Wimpern sind so hammergetuscht. So lange Wimpern hatte ich noch nie. Sie sehen super aus, sie sind super lang geworden und ich bin wirklich begeistert hier von diesem Serum. Ich werde euch trotzdem noch versuchen, ein eigenes Video dazu zu machen, aber wir haben im Moment keine Kapazitäten. Deswegen packe ich das hier in den Vlog rein. Vielleicht ist das auch Nadys Vlog
oder einer von mir. I don't know, ich wollte es euch auf jeden Fall gesagt haben. Die Wimpern sind mir alle abgebrochen, weil ich meine falschen Wimpern, also meine Lash Extensions, selbst abgemacht habe und die sind jetzt so voll. Also super, kann ich wirklich nur empfehlen. Ja. Sehr, sehr gut. Wieder volles Entertaining hier, ne? Volles Entertainment. Wir hatten ja Probleme, hinter den Fernseher zu kommen, weil die erste Wandhalterung war viel zu eng an der Wand. Und jetzt kann ich Disney Plus, YouTube, Netflix, Prime und sogar meine RTL Plus Mitgliedschaft hier über meinen großen Fernseher gucken. Also ich kann jetzt endlich wieder meine Sendungen gucken. Unser Opa, der verstorben ist, hat jetzt hier Platz gefunden. Den haben wir jetzt hier hingestellt. Ja, Ruhe in Frieden. Darüber freuen wir uns. Das ist toll. Wofür-Effekt. Katastrophe. Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn ihr schon überfordert seid, eine Wurst aufzuschneiden? Schlimm. Nein. Sieht einfach aus wie Leberwurst, oder? Schmeckt aber auch richtig. Wenn ihr es riechen könntet, würdet ihr denken, das ist Leberwurst. Irgendwie so Rewe-Leberwurst. Ich habe die allerbeste Schwester der ganzen Welt. Sie war eben noch beim Aldi für mich Quarkbällchen holen, weil sie weiß, dass ich sie so liebe. Das ist jetzt der 8. Tag nach der Wangenunterspritzung und quasi halt eine Woche. Etwas über eine Woche und ich bin zufrieden. Also ich hatte das noch nie so gut. Ich werde die Praxis wechseln müssen, weil die Person, die uns zuerst unterspritzt hat bei Medicare Beauty, die ist leider, also für sie vielleicht glücklicherweise, aber für uns leider schwanger geworden. Und die Vertretung, die hat uns nicht so gut gefallen. Also das Ergebnis war nicht so überzeugend und ja, dann hatten wir jetzt einmal das Glück, die Chefin von Medicare persönlich kennenlernen zu dürfen. Das lief auch super und das ist jetzt auch das Ergebnis erst einmal von ihr und das kann sie wirklich gut. Aber das wird nicht auf Dauer eine Lösung sein, sodass wir wahrscheinlich die Praxis nochmal wechseln müssen. Und ich habe da schon auch eine in Aussicht, also in Köln-Deutz habe ich jemanden gefunden und Nettie in Delbrück. Und ja, da werden wir auf jeden Fall weitermachen. Also ich bin sehr optimistisch eingestellt. Ich dachte gerade, eine Taube hätte sich hier hingesetzt. Ich werde euch vielleicht nochmal in einer Woche eine Aufnahme machen von den Wangen. Ist doch wirklich irgendwo eine. Das sind übrigens meine Lippen. Ihr könnt sehen, dass das Aquarell-Lips abgeheilt ist. Ich bin auch gerade erst aufgestanden. Da sind die Lippen auch immer noch ein bisschen geschwollen. Ansonsten, wenn mir das alles nicht gefällt, bin ich aktuell wieder auf dem Trip, das Bullhorn Lip Lift machen zu lassen. Da werde ich vielleicht ein bisschen für sparen müssen, aber das ist dann wirklich meine letzte Option, mein Traum zu erfüllen. So, und jetzt gehen wir was frühstücken. Kind sieht übrigens so aus. Wangen sehen so aus. Lippen von oben. Und so ganz normal Porträt. Tut mir
leid, ich bin jetzt erst frisch aufgestanden. Ich muss mir meine Haare waschen. Ich muss generell duschen. Es ist Samstag. You know? Ich soll an Südsee riechen. An Südsee riecht halt so. Schön. An Südsee. Ja, hier steht das drauf. Er kann doch niemals so schön riechen. Südseeduft. Manchmal verwenden die Sachen als Marketing. Ja gut, das ist auch limited edition. Riecht der Ruhrsee nach Blumen? Nein. Ja, also. Nein, der riecht nach kalkischem Wasser. Siehst du? At least, meine neuen Fußnägel gefallen mir extrem gut. Und sind neu gemacht mit so einem schönen, wirklich wunderschönen Orange. Mache ich mir auch auf der Fingernägel nächste Woche.